Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin auf dem Weg zum Campertreffen in die Südheide und freue mich schon richtig, wieder viele andere Camper mit vielen neuen Inspirationen zu sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst uns starten. So, wie ihr seht, ich bin angekommen. Das war eine irgendwie elende Fahrt. 2 Stunden Autobahn und 2 Stunden Landstraße hinter diversen LKWs hinterher tuckern. Und jetzt bin ich hier im Wildwood Camp. Hier ist alles richtig schick und neu. Ich zeige euch mal die Sanitäranlagen. So, natürlich kann ich euch nur die Damen zeigen. Und hier geht's in die Dusche. Alles ganz neu gemacht. Ich bin ja nicht der Campingplatz-Typ, aber kann man schon mal machen, oder? Und da ist unsere große wilde Wiese, wo alle vom Campen Connect Treffen sich jetzt schon mal hingestellt haben. Die meisten sind schon da, wie ihr seht. Campen Connect ist übrigens eine App, die einfach jeder Camper haben muss. Du kannst Gleichgesinnte in deiner Umgebung finden, du kannst dich austauschen, einfach genial. Bis jetzt ist es. So, und dahinter habe ich mich versteckt. Das ist echt ein riesiges Gelände hier und das ist nur ein Teil des Platzes. Der vordere Teil ist jetzt gar nicht zu sehen. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Ein Pilz! Lecker! Und hier hinten soll ein Teich sein, den schaue ich mir jetzt mal an. Und hier sind überall noch so kleine Ecken, wo immer noch jemand campt. Überall sind kleine Wasseranschlüsse und hier hinter ist sogar noch ein Teich. Ja, heute Abend ist auf dem Programm erstmal ankommen und dann gibt es heute noch ein Lagerfeuer. Freue ich mich, schön warm. Und morgen früh um 8 Uhr geht es schon los. Ich weiß noch nicht, ob ich aus den Federn gekrochen komme so früh. Auf jeden Fall will ich es versuchen. Bevor es ans Lagerfeuer geht, gibt es erstmal Nudeln mit Pilze und schaut euch mal diesen schönen Himmel an. Ah, richtig gemütlich hier neben mir. Da campt Heike und ja, da sind noch jede Menge andere Camper, die essen auch gerade. So, ich gehe jetzt ins Bett. Der Vollmond ist auch da. Und hier sitzen überall in jeder Ecke noch Camper. Da hinten ist auch noch ein Lagerfeuer. Aber ich bin müde. Gute Nacht. Um 8 geht es schon zum Naturliebe-Workshop und darum stehe ich jetzt schon auf. Das Camp schläft noch. Erstmal Kaffee kochen. Wir sind jetzt zum Naturworkshop und wandern hier an diesem See entlang. Wie im Bilderbuch, ne?
Ich finde diesen Platz herrlich. Ja. Mhm. Was für ein schönes Fleckchen Erde. Hier ist eine richtig schöne große Düne am Wasser. Nee, ich versuch's erstmal anders. Ich bin am Strand inzwischen. Jetzt geht's zurück ins Camp. Eine Drohne. Wenn lauter Instagrammer auf einem Haufen sind, fliegen hier des Öfteren mal die Drohnen. Dort gab es gerade einen Vortrag über Rost. Und nachher gibt es noch einen Workshop, wie man Salbe herstellt. Jetzt wollen wir Salbe machen. Ich soll ein Brett, eine Tasse und ein Messer mitbringen. Bin schon ganz gespannt. Und das Ganze findet hier am Lagerfeuer statt. Im Holz hat immer noch... Schwierig. Wir haben im Prinzip nur drei Zutaten. Einmal den Spitzwegerich, Bienenwachspastillen, die kann man in der Apotheke kaufen, und Olivenöl oder ein anderes beliebiges Öl. Spitzwegerich mit dem Öl. Wer mag das tun? Was wichtig ist, ist, dass es halt nicht zu heiß ist, weil es darf nicht kochen, bis die Blätter ihre Farbe verlieren. Dann sieht man halt, ob man genug Bienenwachs drin hat oder ob halt noch was dazu muss oder... So, bevor es jetzt ans Lagerfeuer geht, hier ist mein Döschen, esse ich noch schnell was. Heute ist Sonntag und so langsam erwacht auch das Camp wieder. So, jetzt geht's zum Gummistiefel-Weitwurf. Ein super schönes Wochenende mit vielen alten und neuen Bekanntschaften geht zu Ende. Tschüss, ihr Lieben, und bis bald mal wieder. Haut rein. In 4 Stunden bin ich zu Hause. Macht's gut!